Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mir wurde vor ein paar Tagen eine E-Mail geschrieben mit: Oh mein Gott, Maxim, du musst unbedingt die neue Foundation von Rival de Loop testen. Ach, Freunde, wenn ihr mir sowas schreibt, heißt das für mich 6 Uhr vor Rossmann stehen und warten, dass ich reinkomme. Ich war eben da, habe einige Produkte neu in der Theke gefunden, von denen ich irgendwie gar nichts mitbekommen habe. Ich habe alles mitgenommen und wir werden heute ein schönes Make-up schminken. Ich habe so ein bisschen was vor, so ein zweigeteiltes Video. Einmal machen wir so ein komplett Full-Face-Make-up und dann im Anschluss schminke ich mich ab, schminke mich genauso nochmal neu, nur ohne Lidschatten, verbringe meinen Tag und ihr kriegt dann am Abend ein kleines Update. Ich freue mich, dass ihr heute hier seid. Ich hoffe, es geht euch gut. Falls nicht, hoffe ich, dass ihr mit diesem Video ein klitzekleines bisschen Freude habt. Und ich würde vorschlagen, wir fangen gleich an. Ich bin echt gespannt. Ich liebe Base-Produkte. Ich habe zwei verschiedene Foundation-Farben mitgenommen von, ich glaube, es waren 3 oder 4. Ja, es waren 4. Ich habe nämlich einmal die 4 und einmal die 2. Und es geht nämlich heute um das Hyaluron-Make-up, welches Feuchtigkeit spenden soll und Falten und Linien kaschieren soll. Guess what? Könnte ich gut gebrauchen. Deswegen habe ich zwei verschiedene Farben mitgenommen. Manchmal oxidieren sie so ein bisschen. Ich glaube, dass mir die 4 passt. Aber ihr wisst, was jetzt kommt. Ich muss es sagen und ich werde es so lange sagen, bis sich irgendetwas ändert. Wir brauchen mehr Farben. Es kann nicht wahr sein. Nehmt bitte nicht nur Rival de Loop, sondern egal welche Marke. Nehmt einfach 10 Nagellacke mit raus und 2 Nagelöle, dann ist wieder Platz. Auch wenn es sich nicht verkauft. So wie vielleicht der Nagellack. Mindestens bitte eine Farbe. Ich werde es weiter sagen, es hat nichts jetzt nur mit Rival de Loop zu tun. Egal mit welcher Firma. Es nervt mich tatsächlich schon, dass ich das immer wieder ansprechen muss. Genauso wie mit ganz, 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 ganz hellen Farben. Aber es ist immer noch leichter, in Deutschland eine helle Farbe zu kriegen, als eine dunkle Farbe. Ich weiß, viele finden das nervig, aber ich muss es euch sagen, weil ich A, dahinter stehe und B, wenn ich es nicht sage, ist das auch falsch. Egal, genug gequatscht, genug kritisiert. Ich bin sehr gespannt. Also tatsächlich finde ich, dass so Rival de Loop so einen kleinen Schritt nach oben gemacht hat, was die Qualität des Packagings auf jeden Fall angeht. Wir haben hier einmal ein Glasflakon mit normalen Pipettenspender. Und das Ganze ist auch vegan. Hier sind 30 ml drin. Es gibt passend dazu auch einen Concealer, den es in 2 Farben gab. Also ich habe jetzt hier die Farbe Light Medium. Und ich lese euch kurz vor, was hinten auf der Foundation einmal draufsteht. Die feuchtigkeitsspendende Foundation mit Hyaluronsäure kaschiert, unebenhalten und verfeinert optisch das Hautbild. Die Haut wirkt frischer und strahlender. Klingt nach etwas, was mir gefallen könnte. Ich vermute, dass das eine sehr, 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 sehr leichte Deckkraft sein wird, Freunde. Deswegen, ich bin gespannt. So sieht die Verpackung einmal aus. Wie gesagt, ich möchte heute keinen Primer benutzen, damit wir einfach wirklich wissen, wie die Foundation funktioniert. Ich habe meine Feuchtigkeitspflege schon gemacht. Ich benutze dazu wie immer meine Beauty Mates Creme. Ich habe vorher aber noch so ein bisschen mit den Dior Oil Glow Drops ein bisschen was reingezaubert. Okay, ich schüttel das Ganze einmal und gebe mir das auf meine Mischplatte. Wir gucken erstmal, wie die Farbe ist. Okay. Es könnte sein, dass wir hier gerade ein Color Match haben. Wir probieren es mal aus. Ich gebe mir einfach so ein bisschen was auf meine Mischplatte. Ich vermute, es wird eine leichte Deckkraft sein, aber das ist vielleicht auch gar nicht so schlimm. Wir wollen nämlich, okay, das möchten wir im Moment nicht embracen. Ich muss den Elefanten im Raum kurz adressieren. Ich bin ein Mann, meine Barthaare wachsen ein und bei mir ist es teilweise ganz, ganz schlimm. Ich habe es so ein bisschen abgedeckt. Don't judge. Ich nehme zum Anfang jetzt meinen Morphe Brush. Damit kann ich eigentlich immer ganz gut Foundation auftragen und oha, ich mache mal wie immer eine halbe Seite, Freunde. Na doch, vielleicht riecht sie doch ein bisschen, aber eher so nach Gurke und Zitrone. So. Nee, auch nicht. Ich kann den Geruch nicht beschreiben. Ich habe vielleicht doch so ein bisschen nach Mojito. Okay, schaut euch bitte kurz einmal den Vergleich an. Das sieht aus wie Wasser. Also das ist ja komplett wet im Gesicht. Ich hole euch ein Stückchen heran, ihr müsst das sehen. Okay, ich glaube, das ist das Nächste, wie ihr sein wollt.
schaut euch bitte kurz einmal meine Hauttextur an. Das ist das, was ich meinte, wenn ich sage, das ist dieses Editorial Foundation. Es sieht so nass aus, dass ihr prinzipiell gar keinen Highlighter brauchen würdet. Und ich bin jetzt noch nicht mal mit meinem Schwamm rübergegangen. Schreibt mir gerne jetzt einmal in die Kommentare von 1 bis Color Match, wie sehr passt die Foundation zu meinem Körper. Ich habe das Gefühl, als hätte sich das Team zusammengesetzt und gesagt, so, was können wir tun, damit es Maxim dieses Mal gefällt? Guess what? Okay, ich habe euch nochmal ein Stückchen wieder rausgeholt. Ich glaube, zu der Deckkraft muss ich nichts sagen. Das ist mehr als eine leichte Deckkraft. Das ist super natürlich. Ihr seht ja, das sieht ja jetzt nicht aus, als hätte ich was... Ihr merkt es, wie schock ich bin. Sie sieht 1:1 vom Finish jetzt her aus wie die Dior Forever Skin Glow Foundation. Nur noch glowiger. Also das ist keine matte Foundation. Ne? Sie trocknet auch nicht wirklich runter. Na doch, so ein ganz kleines bisschen. Ich würde sie trotzdem pudern. Bevor wir das aber tun, benutzen wir hier einmal, die sind auch neu, den Liquid Highlighter. Davon gebe ich mir auch nur ein mini, mini, mini Tröpfchen auf meine Mischplatte. Wenn man die in die Foundation mit einarbeitet. Wow. Nehme so ein bisschen was auf meinen Schwamm, arbeite mir das hier im Handrücken schon mal so ein bisschen ein und dann gehe ich hier einfach rüber. Das ist ein sehr, sehr kühler Ton, aber ihr seht sofort den Glow. Also wenn ihr heller seid als ich, dann könnte das ein sehr, sehr schöner Glow sein. Ich weiß nicht, ob es da noch einen anderen gab. Ich habe keinen gesehen, aber da ist es ja auch alles extrem neu. Kommen wir zum Concealer. Das ist nämlich auch der Hyaluron-Concealer. Spendet Feuchtigkeit, kaschiert Augenringe und Falten. Heißt für mich, er creased nicht. Das ist die dunkelste Farbe, die es bei mir gab. Ich bin nicht so ein Fan von Pipetten-Concealern. Es ist zwar sehr hygienisch, wenn man es nicht so macht wie ich, da sich das direkt auf die Haut gibt. Das ist so ein bisschen wie der von Catrice, ne? Ich fange mir den mal an, hier einmal einzuarbeiten. Okay, er hält sehr schön auf. Liegt aber auch einfach daran, dass er sehr hell ist. Er ist extrem flüssig. Okay, also Deckkraft ist mir persönlich nicht ausreichend genug, aber auch der hat diesen extremen Glow. Also die Haut sieht einfach immer noch nass aus. Ich nehme jetzt nochmal ein bisschen Concealer mit Deckkraft, würde das Ganze einmal setten und dann sehen wir uns gleich wieder. Sprachlos. Also ihr seht den Glow immer noch durch. Ich habe eine recht leichte Schicht Puder benutzt, bin auch gleich mit dem Bronzer einmal so ein bisschen rüber, dass das Ganze natürlich aussieht. Also Freunde, jetzt muss das Ganze nur noch halten. Und dann ist das alles anders schlagen. Ich nehme jetzt ein bisschen Blush, ganz leicht nur. Bevor wir aber in den Langzeittest gehen, wollte ich mit euch zwei Sachen probieren. Ich habe nämlich von Purish zwei Paletten zugeschickt bekommen. Das sind diese Suva-Paletten und die leuchten bei UV-Strahlen. Habe ich so noch nicht getestet. Ich habe zwar diese kleinen hier, die gibt es ja auch, habe ich, glaube ich, gefühlt alle von. Jetzt gibt es das aber so als Palette mit einem Pinsel zusammen. Und ich habe sogar eine UV-Lampe gekauft. Das heißt, wir testen das Ganze, schauen, wie es funktioniert. Und es könnte eine coole Sache für Halloween sein, glaube ich. Ne? Ich setze euch einen Code mal unten mit rein. Keine bezahlte Werbung. Ihr wisst, Pirsch und ich arbeiten einfach nur sehr eng zusammen. Und ich weiß, dass viele von euch halt immer gerne mal was kaufen. Ich habe einen Code für die kompletten Suva-Sachen, glaube ich. Verdiene ich nichts dran, aber steht einmal unten in der Infobox. Ich habe hier nämlich einmal die UV Taffys Palette. Das ist so, die sieht schon sehr intens aus, ne? Ich habe so eine Idee im Kopf. Ich bin ja nicht so die größte Eyeliner-Maus, aber ich habe einen sehr artistischen Look im Kopf. Deswegen probieren wir das Ganze mal. Ich nehme jetzt hier einfach mal den Pinsel raus und dann könnt ihr einfach Wasser benutzen. Ich nehme jetzt hier ein Setting Spray und gehe als erstes in das Gelb hier rein und mische mir das Ganze so. Mache da eine richtig dicke Schicht draus. Und dann wollte ich... Ich habe keine Ahnung, ob es klappt. Okay, hat geklappt. Wollte ich das einfach hier so aufbauen? Okay, die Deckkraft ist krass. Okay, ich liebe sie jetzt schon. Also das leuchtet ja jetzt schon, ne? Ich habe jetzt hier kein UV-Licht. Ariana Grande. Und jetzt male ich mir einfach das hier komplett aus. Ich nehme dafür aber einen anderen Pinsel mal. Ja, das geht eher so fix. Ach, das sieht bestimmt so geil aus gleich. Was man damit ganz cool machen kann, ich weiß nicht, ob ihr das Video schon gesehen habt. Ich glaube ja. Ihr könnt damit eine Cut Crease ziehen, die dann im Dunkeln leuchtet. Vielleicht schminke ich mich doch nicht ab und gehe einfach so heute ins Autohaus. Also es ist ein bisschen schwierig, komplett großflächig zu arbeiten, weil das dann, es trocknet halt recht runter. Aber um Linien zu machen, ist es geil. Und mit, okay, ihr braucht mehr Wasser als ich. Okay, dann deckt es auch. Okay. Okay, das ist einfach iconic. Falls ihr sehr, sehr mutig seid, könnt ihr das auch
draußen tragen. Und das Schöne bei diesen Hydralinern ist, sie halten halt einfach den gesamten Tag, ne? Also das hält. Gut, ich lasse das Ganze mal trocknen, hole mir von unten meine UV-Lampe, mache das Licht aus und dann sehen wir uns gleich. Okay, ihr seht jetzt mich nicht, aber ich habe meine UV-Lampe einmal geholt und schaut euch einmal die Palette kurz an, wie krass das aussieht. Und ihr könnt euch schon denken, wie ich aussehe. Ihr werdet mich jetzt nicht sehen, ne? Aber das ist doch irre. Wenn man dann auf einer Feier ist oder so unter so eine UV-Lampe. Alexa, Studio an. Alexa, Studio aus. Ah, ich lieb's. Iconic. Freunde, ich setze euch die Palette immer unten rein. Es macht halt Spaß. Was ich mir gut vorstellen kann, ist, wenn man sich damit so Sommersprossen macht. Und dann sieht das Ganze natürlich sehr, sehr... Alexa, Studio an. Danke. Dann sieht das Ganze natürlich sehr artistisch aus. Wer will zu Halloween... Mega. Setze ich euch einmal unten in die Infobox. Ich würde jetzt einmal kurz alles fertig machen. Dann schminke ich mich neu und wir sehen uns dann im Laufe des Tages. Also First Impression Foundation, geil. Sorry, aber geil. So, es ist jetzt 8 Uhr. Ich habe mich jetzt komplett nochmal neu geschminkt. Ich werde mich jetzt hinsetzen, das Video schon mal so ein bisschen schneiden, aber es sieht so fantastisch aus, die Base. Mittlerweile ist es 12.19 Uhr, das heißt, ich habe jetzt den Spaß schon eine ganze Weile drauf. Ich bin immer noch sprachlos. Also so langsam sehe ich, dass die Öle durchkommen. Concealer, wie gesagt, ist okay. Hier, meine Augen haben getränt. Das passiert aber im Moment immer. Das liegt an dem Wetter und an meinen Augen, weil ich ja Kontaktlinsen trage. Und das hat sich hoffentlich bald erledigt. Aber iconic. Für, was hat die gekostet? 3,49 Euro? Bis jetzt mega. Ich werde jetzt losgehen, allerdings werde ich eine Maske tragen. Das heißt, es wird in dem Bereich nicht mehr ganz so schön sein. Aber Gott sei Dank haben wir noch eine sehr, sehr große Stirn, die uns sagen kann, ob das Ganze funktioniert oder nicht. Wir sehen uns im Laufe des Tages. Ich gehe jetzt erstmal was essen. Ich habe richtig, richtig Knast. Ja, bis gleich. So, es ist 17.30 Uhr und alles, also... Ich glaube, meine Nase, das könnt ihr sehen, dass sie so ein bisschen unter der Maske und unter der richtigen Maske gelitten hat. Aber ich glaube, ich kann das Video an dieser Stelle schon beenden. Es sieht einfach makellos aus. Makellos. Ich habe nicht einmal nachpudern müssen. Wie lange habe ich es jetzt drauf? Ach, 6, 7, 8, 9, 10 Stunden ungefähr. Es ist nichts. Es ist nichts, was sich verrutscht hat. Hier ist das kleine Kätzchen. Möchtest du Hallo sagen? Hallo. Es ist nichts, was verrutscht ist. Es ist alles wunderbar. Und Freunde, das ist, ich kann es sagen, meine neue liebste Drogerie Foundation. Ich werde sie weiter testen. Ich werde noch meinen Primer benutzen. Aber ihr könnt euch jetzt schon mal sicher sein, die werdet ihr definitiv öfter bei mir sehen. Iconic. Herzlichen Glückwunsch, Rivaldo Loop. Ich danke euch, dass ihr heute mit dabei gewesen seid, meine Lieben. Falls euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Und falls ihr es noch nicht getan habt, abonniert gerne meinen Kanal. Das hilft mir am meisten. Und ich würde vorschlagen, wir sehen uns beim neuen Video hier auf meinem Kanal. Passt auf euch auf.